Strand, Sonne und dann noch ein Campervan an einer Küste. Ikonischer geht's ja wohl gar nicht. In diesem Video fahren wir mit euch die wunderschöne Westküste Irlands ab. Wir starten auf dem bekannten Ring of Kerry, dann geht's auf die Dingle-Halbinsel und zu den berühmten Cliffs of Moher. Wir sind im Westen Irlands und beginnen den dritten Teil unseres Roadtrips mit dem Camper im wunderschönen Städtchen Kenmare. Ab hier fahren wir nun den bekannten Ring of Kerry. Jetzt wird es entspannt. Die Straßen sind breiter. Kein Wunder, denn hier sind viele Touristen unterwegs, die auch Tagesausflüge machen. Schließlich will jeder einmal zumindest einen Teil des Wild Atlantic Way fahren. Der Ring of Kerry vereint tolle Landschaft mit vielen Aussichtsmöglichkeiten plus eine tolle Küstenstraße, die ihr gut mit dem Mietwagen fahren könnt. Waren wir zuvor auf engen Straßen unterwegs, geht's jetzt gemütlich voran. Auch einer der schönsten Strände befindet sich hier, The Cove. Wir fühlen uns wie in der Karibik. Habt ihr gedacht, dass es in Irland so tolle Strände gibt? Auf dem Ring of Kerry kommen wir an der Statue von Charlie Chaplin vorbei. Er flanierte gerne in Waterville. Auf seinen Wegen könnt ihr am Wasser entlang spazieren. Hinter mir seht ihr jetzt kleine Inseln. Einmal hier. Das ist die Skellig Michael. Die ist bekannt dafür, dass man da mit dem Boot hinfährt, einen tollen Ausflug macht, eine ganz, ganz tolle Naturinsel mit Puffins. Das sind die Papageitaucher. Und dann habt ihr hier Puffin Island. Also einen besseren Namen kann man gar nicht haben für die Bewohner, eben die Papageitaucher. Zwei richtig coole Ausflugsziele. Da könnt ihr mit den Booten, mit den Ausflugsbooten hinfahren, habt ein tolles Naturerlebnis. Ich würde sagen, man muss pro Insel wahrscheinlich so 3 Stunden mindestens rechnen, aber soll sich lohnen. Der Ring of Kerry wartet mit toller Kulisse auf. Wir verstehen nun, warum die Strecke bei allen Touristen so bekannt ist. Das nächste Highlight verschlägt uns direkt die Sprache. Wir stehen an den Kerry Cliffs. Über 300 Meter ragen sie vom Meer auf. Die türkisen Wellen unter uns brechen sich an den Felsen. Beeindruckende Klippen auf dem Wild Atlantic Way findet ihr in Kerry. Wow, schaut sie euch an. Wir sind sehr beeindruckt. Sieht ganz, ganz toll aus. Die Klippen sind die Heimat tausender Vögel. Auch hier kann man Papageitaucher beobachten. Wir bestaunen die Aussicht. Alle Klippen sind für sich spektakulär und einzigartig. Auf dem Ring of Kerry lohnt sich hier definitiv ein Stopp. Wir fahren weiter durch kleine idyllische Orte. Die bunten Häuser in Irland sorgen bei jedem Wetter für gute Laune. Hier seht ihr nochmals die breiten, ausgebauten Straßen. Der Ring of Kerry ist für alle Vehikel geeignet. Die Ausblicke an der Küstenstraße sind unbezahlbar. Ihr seht schon, das geht jetzt eine ganze Weile so am Meer entlang. Das macht den Wild Atlantic Way aus. Wir sind jetzt auf der Halbinsel Dingle angekommen und hier im ersten Highlight, dem Inch Beach. Und jetzt wird es richtig spannend. Wir fahren jetzt nämlich mit dem Camper
über diesen kilometerlangen Strand. Ja, ihr habt richtig gehört. Du kannst hier mit dem Auto am Strand entlang fahren. Wie abgefahren ist das denn? Hier am Inch Beach tummeln sich die Windsurfer. Meilenweit seht ihr nur Sand. Der Inch Beach ragt in das Meer als Strandzunge hinein. 5,5 Kilometer ist der weiße Abschnitt lang. Der Sand ist so hart, dass Autos problemlos darauf fahren können. Wir waren total begeistert von diesem langen Strand. Kein Wunder, dass es hier eines der beliebtesten Ausflugsziele Irlands im Sommer ist. Wenn man die Dingle-Halbinsel beschreiben möchte, dann mit rauer Küste, grünen Wiesen und Weiden und schönen kleinen Örtchen. Die Stadt Dingle hat einem bekannten Delfin eine Statue gewidmet. Ansonsten sind hier viele bunte Häuschen und es gibt leckeres Eis. Leute, was muss man in Irland machen? Natürlich original irische Eiscreme testen. Wirklich sehr gut. Ja? Kann ich empfehlen. Wow. Wow. Nein, wirklich. Das schmeckt so abgefahren. Krass, ist das lecker. Leute. Wow, Geschmacksexplosion. Je weiter wir an das Ende der Halbinsel kommen, desto enger werden die Straßen. Wir fahren an unzähligen Weiden mit Schafen vorbei. Überall sind kleine Lämmchen. Wir stoppen am Slea Head. Welch ein Ausblick! Jetzt folgt genau das, was Dingle ausmacht. Die beeindruckende, schmale Küstenstraße. Hier ist es ruhiger als auf dem Ring of Kerry. Es fahren kaum Touristenbusse. Und auch sonst wirkt die Gegend ursprünglicher, abgeschiedener. Hier spüren wir das raue Irland, das, wonach wir uns gesehnt haben. Für Fotografen bieten sich überall tolle Motive. Hier am Blaskett's View sieht man, warum die Dingle-Halbinsel für Fotografen ein absolutes Muss ist. Wir haben zwar an diesem Abend kein goldenes Licht, aber auch die mystische Stimmung, die raue Landschaft, die Wellen, die gegen die Felsen krachen, sie erzeugen Bilder im Kopf. Einige Zeit später halten wir wieder an. Auch dieses berühmte Motiv will eingefangen werden. Am Abend übernachten wir an einem Stellplatz, der in der App Britstop enthalten ist. Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch mal ein bisschen, wie lebt es sich eigentlich in so einem Camper. Hier ist jetzt hinten der Schlafbereich, recht kuschelig und ja, wir sind hier mit Schlafsäcken unterwegs. Richtig dicke Daunenschlafsäcke. Wir hatten auch eine Heizung an Bord, aber wir schlafen lieber so ein bisschen wie im Zelt. Und ihr seht, es ist recht eng, aber für, ich bin jetzt 1,75, für mich reicht es vollkommen aus. Ja, hier wird jetzt gleich der Kaffee gemacht. Ich zeig's mal. Da wird dann jeden Abend hier gekocht. Und dann starten wir jetzt auch gleich in den Tag. Und aber ihr seht's ja, es ist hier. Also wer Camper ist, der weiß, wie man in so einem kleinen Camper lebt. Wer das noch nie gemacht hat, der wird sich, ja, der hat überhaupt keine Vorstellung, wie man auf so engen Raum lebt. Und man muss es auf jeden Fall mögen. Wir haben es ja schon oft gemacht. Wir mögen es. Aber es ist auch jedes Mal wieder eine kleine Challenge, ehrlich gesagt. Man muss natürlich Dinge umherräumen, weil man nicht alles verstauen kann. Oder man muss irgendwo ran, dann muss man wieder rumkramen. So ist es halt einfach im Camperleben. Und ja, wer das noch nie gemacht hat, probiert es aus. Es macht wirklich Spaß, wenn man in der richtigen Gegend unterwegs ist, wie jetzt hier in Irland. Und ja, wir zeigen euch auf alle Fälle noch ein paar andere Eindrücke hier so vom Camperleben. Flo macht sich morgens noch einen Kaffee und dann geht es für uns wieder auf die Straße. Dingle verabschiedet uns mit herrlich weiten Wiesen, den typisch abgesteckten Weiden und am Ende noch mit einem Meer aus Ginster.
diese Halbinsel hat uns sehr gut gefallen. Am Meer entlang folgen wir dem Wild Atlantic Way. Vor uns taucht Glyn Castle auf. Erneut haben wir traumhaftes Wetter und gelangen in den Ort Foynes. Unser nächster Halt ist das beliebte Bunratty Castle. Der Ort bietet noch ein paar tolle Restaurants. Wir haben den Award-winning Irish Coffee getestet. Flo fand ihn richtig lecker. Ein weiteres spannendes Örtchen ist Ennis. Es ist bekannt durch seine Musikkultur. Gerade am Abend könnt ihr hier an jeder Ecke Live-Musik hören. Ein bekanntes Restaurant, das wir euch unbedingt ans Herz legen, ist Brogan's. Die Einrichtung ist urig, das Bier aus dem Ort und das Essen war fantastisch. Bei schönstem Wetter geht es für uns nun zum absoluten Highlight in Irland. Zu den berühmten Cliffs of Moher. Hier ist für uns ein Traum wahr geworden, denn diese Klippen wollten wir schon lange mal sehen. Gleich der ultimative Tipp: Je weiter ihr lauft, desto niemand ist mehr hier. Das ist wirklich immer erstaunlich. Wenn man nur ein paar Meter weiterläuft, hat man alles für sich. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es ist so ergreifend, hier zu stehen, diese riesigen Klippen zu sehen, dieses tolle Grün. Dann haben wir Sonne, das heißt, die Landschaft leuchtet. So viele verschiedene Grüntöne. Oh, es ist der Wahnsinn. Wir stehen hier in einem UNESCO Global Geopark. Hier könnt ihr Papageitaucher, Tordikes, Dreizehenmöwen oder gar einen Wanderfalken sehen. Um die Klippen ranken sich unzählige Legenden. Etwa gibt es die tragische Geschichte von einem Fischer, der sich in eine Meerjungfrau verliebte. Sie verließ ihn jedoch und ging wieder zurück ins Meer. Wir wandern an den Klippen entlang, genießen die Aussicht und warten auf den Sonnenuntergang. Die Sonne bricht durch und taucht die Wände der riesigen Klippen in warmes Licht. Genau darauf hatten wir gehofft. Eine Traumkulisse bei diesen schönen Lichtbedingungen. Wir sind beseelt, dankbar und wissen, warum wir diesen Job machen, weil wir für die Strapazen immer etwas zurückbekommen. Ein Geschenk der Natur. Am nächsten Morgen stehen wir früh auf und schauen uns den Sonnenaufgang an. Es lohnt sich. Der Sonnenball geht vor uns auf. Alles ist ruhig. Niemand außer uns ist hier. So kann der Tag beginnen. Wir haben übrigens auf dem riesigen Parkplatz bei den Cliffs of Moher übernachtet. Das ist dort erlaubt. Wem der Trubel an den Cliffs of Moher zu viel ist, für den haben wir jetzt einen Geheimtipp. Wir fahren in das verwunschene Örtchen Kilkee. Hier an der Küste befinden sich die Kilkee Cliffs. Hört ihr die Brandung und das Meer? Das sind die Kilkee Cliffs. Auch so imposant. Wow. Weniger besucht, dafür ebenfalls traumhaft schön. Je weiter wir fahren, desto einsamer wird die Gegend, desto rauer die Küste mit ihren fotogenen Felsen.
An den Bridges of Ross halten wir an. Die Felsenbrücken sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Allein der Spaziergang hierher und weiter an den Klippen entlang ist ein tolles Erlebnis. Entschleunigung, dafür steht dieser Ort. Am Ende des Küstenabschnitts befindet sich ein Leuchtturm. Wir sind am Loop Head. Hinter dem Turm finden wir einen riesigen Vogelfelsen vor. Auf dem Rückweg halten wir noch im beschaulichen Örtchen Ennistimmen. Wasserfälle vor dem Örtchen sorgen für eine tolle romantische Kulisse. Im Norden von Clare erreichen wir das Gebiet The Burren. Hier besuchen wir eine alte Grabstätte, einen Dolmen. Er wurde in der Jungsteinzeit etwa 3200 vor Christus erbaut. Die Region The Burren fasziniert uns total. Das kahle Kalksteinplateau wurde vor Millionen von Jahren geformt. Es überzieht die komplette Landschaft bis zum Meer. Auf einmal ist es weniger grün, dafür grau. Die Landschaft wechselt komplett. Genau deshalb ist der Wild Atlantic Way so spannend. An der Küste finden wir noch weitere Fotospots, die wir euch empfehlen können. Türme, Burgen. Hier ist immer etwas für Fotografen dabei. Wir sind gerade in Galway angekommen und haben schon was Spannendes entdeckt. Und zwar zwischen uns hier hängt so ein Ring, oder zwei Hände, die ein Herz formen. Und das ist offenbar hier so der typische Ring, die man auch als Mitbringsel mitbringen kann. Wir werden mal schauen, ob wir sowas finden. Und jetzt laufen wir durch die Stadt und zeigen euch ein paar Impressionen. Wir parken direkt an der Kathedrale. Von dort aus geht es über die Lachsbrücke in die quirlige Stadt hinein. Dieser Platz wurde im 18. Jahrhundert errichtet. Wir streifen mit euch nun durch die Gassen der wunderschönen Stadt. Wir entdecken für euch tolle Ecken, testen Bier in den Pubs. Überall hören wir bereits Live-Musik. Hier ist abends einiges los. Bunte Häuser sind gepaart mit Resten der Stadtmauer. Im Latin Quarter geht es besonders bunt und laut zu. Am nächsten Morgen fahren wir bei dramatischer Lichtstimmung weiter. Wir machen in einem Hafen Halt und erfahren vom ersten Pier, der für den Heringsfang erbaut wurde. Enge Straßen bedeuten eines: Es folgt ein neues Highlight. Uns hat der Wild Atlantic Way an diesen absolut friedlichen Ort gebracht. Hier ist nur Strand, Meer und sonst nichts. Und das Interessante an diesem Strand ist, der heißt Coral Beach, also Korallenstrand. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Zusammensetzung von diesem Strand hier an. Das sind nämlich wirklich wie so Mini-Korallen. Abgefahren. Morgens ist hier keine Menschenseele zu sehen. Wir lauschen den Wellen, der Sand voller Mini-Korallen knistert. Das Wasser ist türkis. Erneut sind wir in einer Traumwelt gelandet, die man vielleicht nicht gerade in Irland vermutet. Die Einheimischen gehen hier morgens direkt schwimmen. Respekt! Auf unserer Fahrt kommen wir erneut an Schafen und Lämmchen vorbei. Wir müssen einfach anhalten und die putzigen Tierchen beobachten. Wir erreichen die Region Connemara. Hier verändert sich die Landschaft erneut. Heide- und Moorgebiete, in denen heute noch Torf gestochen wird, wechseln sich ab.
Besonders eindrucksvoll ist die Pines Island. Mitten in dieser kargeren Landschaft sprießen Pinien in die Höhe. Diese Kulisse mit den Bergen im Hintergrund ist ein bekanntes Fotomotiv. Wen wundert es auch, die Landschaft ist ein Traum. Noch ein Geheimtipp ist die Landschaft rund um Ballynahinch Castle. Wenn hier noch Feen durch die Wiesen streifen würden, man wunderte sich nicht. Die wichtigste Stadt in der Gegend ist Clifton. Erneut ziehen uns die bunten Häuschen an. Wir spazieren in ein uriges Pub, um uns die Inneneinrichtung anzuschauen. Sie gleicht einem Museum. Irland könnt ihr übrigens auch gut mit dem Fahrrad erkunden. So oder so, auf dieser Strecke taucht ihr in wunderschöne Gebiete ein. Wir fahren nun die aussichtsreiche Sky Road. Wir stehen hier an einem nächsten Highlight. Und zwar ist hinter uns hier eine Insel und es ist gerade Ebbe. Dann kann man auf die Insel laufen. Und schaut mal, hier ist auch ein Schild. Das heißt, man kann hier auch mit dem Auto langfahren. Total crazy. Omei Island heißt es. Und ja, Flo, komm mal her. Würdest du hier mit dem Auto langfahren? Müssen wir mal schauen, aber es sieht eigentlich ganz okay aus. Also die Einheimischen hier, wie ihr sehen könnt, die fahren hier einfach drüber. Easy! Wir lassen es uns nicht zweimal sagen und testen den Strand natürlich auch. Der Omi Beach trägt das Auto und so fahren wir hinüber auf die Insel. Ein kleines Abenteuer. Wer kann schon behaupten, auf Meeresgrund zu einer Insel gefahren zu sein? Unser nächster Halt ist der Connemara Nationalpark. Hier wollen wir eigentlich auf den Diamond Hill wandern. Das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung, das erste Mal. Also wählen wir ein Indoor-Programm. Es geht ins bekannte Kylemore Abbey. Hierbei handelt es sich um die älteste irische Benediktinerinnenabtei. Der Orden befindet sich seit 1920 im Schloss Kylemore. Das wiederum wurde vom Großindustriellen und Politiker Mitchell Henry erbaut. Die Inneneinrichtung stammt noch aus dieser Zeit. Den Rest der Abtei, der nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, bewohnen heute noch die Nonnen. Heute haben wir den ersten Schlechtwettertag erwischt. Aber ihr wisst ja, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und deshalb geht es jetzt hinein in die Walled Gardens des Abbeys. Connemara mit seinen Moorlandschaften fasziniert uns. Im nächsten Teil unseres Roadtrips geht es an den nördlichsten Punkt Irlands und nach Nordirland. Dranbleiben lohnt sich.